Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate Shadow, Baldur's Gate 2 Shadow of Arm. Ja, erstmal vorweg, ich habe die Aufnahmesoftware gewechselt. Also ich nehme ab jetzt Baldur's Gate 2 einfach mit der Open Broadcast Software, also mit OBS auf. Weil damit kriege ich wenigstens eine saubere Aufnahme ohne irgendwelches Textgeflackere hin. Ja. Wenn halt alles nicht klappt, dann muss man halt einfach die Aufnahmesoftware ändern. Und scheinbar lag es wirklich an der Aufnahmesoftware, dass dieses Geflackere in den Dialogen aufgetaucht ist. Ich hoffe jetzt mit der Open Broadcast Software, dass das nicht mehr passiert. Gut. In der letzten Folge, also in der letzten Aufnahmesession am Schluss, standen wir hier vor diesem Zirkus und haben erfahren, dass irgendwas hier nicht ganz richtig ist in dem Zirkus. Also werden wir jetzt einfach mal hier reingehen. Ja. Ihr tretet durch die Tür des Zelts und die Welt scheint sich zu verschieben. Nachdem sich eure Umgebung wieder beruhigt hat, müsst ihr feststellen, dass ihr am Anfang einer bizarren Brücke steht und der Wind über euch hinwegpfeift. Ein massiver Turm erhebt sich am anderen Ende der Brücke. Der Zeltergang ist nirgends zu sehen und bleibt wohl nur die Wahl, vorwärts zu gehen. Also nein, wir können nicht zurück. Ihr könnt den Eingang des Zeltes nicht mehr sehen. Ihr müsst wohl einfach weitergehen, da ihr im Moment keinen Ausgang erkennen könnt. Jo. Nun gut. Macht uns wohl nichts anderes übrig. Ah, ich sehe, ein Wanderer ist gekommen, um Kala zu erheitern. Ihr müsst natürlich ein Rätsel lösen. Erst dann erlaube ich euch, über die Brücke zu gehen. Seid ihr bereit, es zu hören? Also wieder ein Djinn oder ein Genie. Ja, warum sollte ich über diese Brücke gehen wollen? Weil es euer Vorankommen symbolisiert, das euch erleuchtet und Verstehen bringt. Törichtes Geschöpf. Seid ihr jetzt bereit? Ich möchte erst wissen, wer dieser Kala ist, ehe ich mit euch spiele. Kala zeigt sich nicht jenen, die seiner nicht würdig sind. Seid ihr bereit anzufangen? Nun gut, ich bin bereit. Ausgezeichnet. Eine Prinzessin ist so alt, wie der Prinz sein wird, wenn die Prinzessin doppelt so alt ist, wie der Prinz war, als das Alter der Prinzessin halb so viel betrug wie die Summe ihrer beiden jetzigen Alter. Welche der folgenden Antworten könnte richtig sein? Also ja, die Prinzessin ist definitiv älter als der Prinz. Sie sind also nicht beide gleichaltrig, also bleibt nur noch... Er ist 20, sie ist 30 oder er ist 30, sie ist 40. Und das ist natürlich die richtige Lösung, dass er 30 ist, sie 40. Ah, das ist richtig. Der richtige Kala respektiert jene, die ein flinkes und bewegliches Hirn haben. Geht weiter. Meinen Segen habt ihr. Das bringt uns übrigens auch die meisten Erfahrungspunkte, wenn wir die Frage richtig beantworten, als wenn wir ihn nachher verhauen würden. Und ja, ich habe die Frage schon so oft gehabt, dass ich sie auswendig kenne eigentlich. Er hätte dann natürlich noch eine zweite Frage gestellt, nämlich das allseits Bekannte, wenn man es isst, dann stirbt man. Also wenn man nichts isst, die Antwort ist nichts. Und hallo Schatten. Ich habe getroffen. Mein Angriff hat keine Wirkung. Was ist passiert? Mein Angriff ich habe getroffen. Wirkung. Aber nichts ist passiert. Jetzt, wo immer Minsk auch hingeht, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Schwer, stürzt dich in mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Denn Minsk wird dir keinen solch einfachen Tod geben. Ja, gegen diese Viecher helfen nur magische Waffen, leider. Könnte selbst Tiereinzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Ich habe getroffen, aber nichts ist passiert. Ich habe getroffen, aber nichts ist passiert. Ich habe getroffen, jo. Aber nichts ist passiert. Töten wir erstmal die Schatten hier. Und da ist ein Werwolf. Für die Gefallenen! Oh, wie peinlich. Den scheint Lisa allerdings verletzen zu können.
die Dienerin der Natur ist schon erledigt. Auch wenn es nicht so gut ist, dass der auf Yahira losgeht. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, bitte. Ich warte auf aber gerne. Ich warte, wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, das war etwas knapp. Deswegen müssen wir sie mal ein bisschen hochheilen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Was leicht fühlt sich denn so? Okay. Wurde aber auch Zeit. Diesmal kriegt Vince ordentlich auf den Deckel. Sprecht frei heraus. Das sollte nicht Die Dienerin sein. Der Natur ist bereit. Minz kritischer Fehlschlag, okay. Vita, Momus, Jetzt greift der Werwolf Talisa an. Das ist wohl am besten, weil sie am meisten aushält. Und das war nur eine Illusion, die gebannt wurde. Okay, das heißt, die geben keine wirklichen Erfahrungspunkte. Ich warte auf euren Befehl. Keine große Herausforderung. So. Ja. Insekten hat sie, also Insektenschwarm, den brauchen wir nämlich nachher. Wir gehen jetzt erstmal schön um diesen Turm hier herum. Denn hier dürften, glaube ich, noch ein paar Gegner lauern. Genau. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Okay, der Werwolf ist gerade verschwunden. Der Schatten jedoch nicht. Die Schatten sind nämlich wenigstens keine Illusion, die geben wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. So. Dieses große Gebilde würde wohl kaum in die Promenade passen und noch viel weniger in das Zelt, das ihr gerade betreten habt. Ja. Es ist schon ziemlich groß. Würde vielleicht gerade so in die Promenade reinpassen. Gehen wir mal rein. Wer seid ihr? Oh, wer immer ihr seid, ihr müsst sofort von hier fliehen. Er hat fast jeden umgebracht, der zu diesem Ort kam. Oh, bitte flieht. Okay, für einen Ogre klingt sie ziemlich weiblich. Ja, wie kann so ein Monster wie ihr solch eine süße Stimme haben? Ich bin kein Monster, ich bin eine Elfin, eine geflügelte Elfin, oder zumindest war ich das einst. Diese äußere Gestalt, die ihr da seht, ist nur eine Art Illusion. Aber wenn ihr daran glaubt, wird sie real. Bitte, ihr müsst mir glauben. Nun geht, bevor euch noch etwas Schlimmes zustößt. Ich flehe euch an. Ich habe noch nie von geflügelten Elfen gehört. Wovon sprecht ihr da eigentlich? Ich gehöre zur Rasse der geflügelten Elfen. Es gibt leider nicht mehr viele unserer Gattung. Wir kommen vom Sunderbar-Berg, der weit im Norden gelegen ist. Allerdings wurden meine Flügel schon vor langer Zeit abgeschnitten. Ah, das klingt nicht so schön. Hier irgendwelchen geflügelten Elfen die Flügel abzuschneiden. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Die Sorte ist zu gefährlich. Ihr müsst in die Stadt zurückkehren und alle davor warnen, was hier vor sich geht. Ihr müsst fliehen. Ja, erklärt mir zuerst mal, wer hinter all dem steckt. Kala. Oh, ich weiß nicht genau, was er getan hat oder wie er es getan hat, aber alles hier ist eine Illusion. Ja, doch ist es solch mächtige Magie, dass sie verletzen kann, wenn man daran glaubt. Ah, ich sehe, dass ihr es nicht verstanden habt. Ich weiß nicht, was er mit dem Zelt oder mit den anderen, die hier hereingekommen sind, angestellt hat. Aber sie sind wirklich gestorben. Ihr müsst fliehen. Ja.
Ich bin nicht bereit, irgendwo hinzugehen, bevor ich eine genaue Erklärung bekommen habe. Oh, ich hoffe, dass euch nicht wie, dass es euch nicht wie den anderen geht. Gut, also mein Name ist Airy. Ich arbeite im Zirkus gemeinsam mit meinem Onkel Quail. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber vor ein paar Tagen hat sich alles geändert. Alles wurde chaotisch und hat sich in das verwandelt, was ihr jetzt hier sehen könnt. Aber es ist nicht echt, es handelt sich um eine Illusion. Die Schergen, sie sagen immer, dass sie Kaladin. Deswegen bin ich der Ansicht, dass er an all dem hier schuld ist. Er war ein Illusionist im Zirkus, aber ich kann nicht verstehen, wie er dazu imstande war, all dies hier zu schaffen. Er muss aufgehalten werden, bevor er noch mehr Leuten wehtut. Bitte, wenn ihr mich von meinen Ketten befreit, kann ich euch dabei helfen, ihn aufzuhalten. Ketten? Ich sehe keine Ketten. Die Ketten sind unsichtbar, sie werden von der Illusion verdeckt. Und sie sind magisch, sie erhalten die Illusion, die auf mir liegt und hindern mich gleichzeitig daran, meine eigenen Zauber zu wirken. Nun gut, wie kann ich euch von diesen Ketten befreien? Ihr benötigt den Schlüssel für die Ketten, aber der Schlüssel wird nicht wie ein Schlüssel aussehen. Im Norden dieses Raums sind einige ganz normal aussehende Bürger. Aber lasst euch auf keinen Fall durch die Illusion täuschen, in Wahrheit handelt es sich dabei um Monster. Sie besitzen ein Schwert, das aber eigentlich ein Schlüssel ist. Wenn ihr mir diesen Schlüssel beschafft, kann ich die Ketten lösen und meine normale Gestalt zurückerhalten. Woher sie das alles weiß. Aber bitte seid vorsichtig. Ihr dürft an diesem Ort euren Sinnen niemals trauen. Mhm. Was möchtet ihr? Ja. Da steht eine Lustsklavin, das können wir auch noch gerade gebrauchen. Eine Spinne? Ich bin nur eine einfache Frau. Bitte tut mir nicht weh. Oh, was soll ich nur tun? Eine Spinne, die wie eine Frau klingt. Eine Kreatur wie euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin keine Kreatur. Jedenfalls war ich nie so etwas. Nicht bevor sich der Zirkus und alles veränderte. Wer seid ihr dann? Mein Name ist Hannah. Ich kam mit meinem Sohn zum Zirkus. Obwohl er nicht mit mir ins Zelt ging. Und bitte helft mir. Wie kam es dazu, dass ihr zu solch einer Kreatur wurdet? Ich bin keine Kreatur. Ja. Was ist geschieht hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass ich das Zelt kam, um mir die Vorstellung anzusehen. Ein Gnome kam auf die Bühne und begann eine Art Magiekunst vorzuführen. Er war ziemlich verrückt. Es war offensichtlich, dass alles, was der Gnome anfing, misslingen würde. Seine Magie ging schief und alle begannen zu lachen. Ich dachte, das wäre Teil seiner Vorstellung, also lachte ich auch. Und dann veränderte sich alles. Die Leute verwandelten sich in irgendwelche Kreaturen und dann wieder zurück zu sich selbst. Die Welt verschob sich irgendwie und ich war völlig entsetzt. Ich fühlte mich so krank. Ich glaube, ich bin umgekippt. Als ich aufwachte, hatte ich mich in diese Monstrosität verwandelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Sohn kam nicht mit mir ins Zelt und ich wage nicht daran zu denken, was ihm passiert sein könnte. Wer sind diese Bauern hier? Das sind keine Leute, sie sind grausam und gefährlich. Ich habe sie andere Leute töten sehen, ihr müsst sie aufhalten. Ich glaube, euer Sohn ist noch draußen, wartet hier. Ich werde es versuchen. Sagt mir, wisst ihr, wo dieser Kala ist? Nein, ich weiß es nicht. Aber die Frau dort drüben scheint etwas über ihn zu wissen. Vielleicht, wenn ihr mit ihr sprechen würdet. Ja, ich glaube, euer Sohn wartet draußen. Wirklich? Oh, das werde ich. Vielen Dank. Gut. Das heißt, die beiden hier. Attackieren mich. Ja, ich kann leider kein Böses entdecken, aber sie werden zu Orks. Ja, wir haben im Baldur's Gate noch die Orks gesehen. Jetzt sehen wir mal welche von den Schweineschnauzen. Ein Zauber Freundschaft. Ich warte. Ja, erzählt mir mehr davon. Und das Schwert des Ogers. Keine große Herausforderung. Ein Oger mit weiblicher Stimme hat euch gebeten, dieses Schwert zu beschaffen und behauptet, dass es die Illusion brechen würde, die auf ihm bzw. ihr liegt. Ja.
Was wir auch noch nie gesehen haben, sind weibliche Oger, glaube ich. Wir haben nur verrückte männliche Oger gesehen. Also. Ihr habt den Schlüssel. Beziehungsweise das Schwert. Bitte, bitte gebt es mir. Und ich kann mich dieser illusionären Form entledigen. Ja, wie ihr wünscht. Ich danke euch für euer Vertrauen. Dieses Schwert ist in Wahrheit ein Schlüssel, der die Ketten lösen kann, die diese fürchterliche Illusion mit Energie versorgt. So, da ist sie ja. Meine Hände, meine Haut. Endlich wieder real. Dank sei Bayalwa. Oh, wir müssen Quail finden. Und Kala stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Ja,